Das Gröbste in der Woche ist geschafft. Donnerstagabend, hallo und herzlich willkommen zu Lausitz TV. Cottbus bekommt ein neues Wohnquartier. Direkt in der Innenstadt entstehen durch die GWC 130 neue Wohnungen. Sie werden in der Briesmannstraße gegenüber der alten Tuchfabrik gebaut. Der Spatenstich wurde heute Morgen gesetzt. Gebaut wird in drei Abschnitten. Der erste startet in wenigen Wochen. Die ersten Mieter können dann in ca. 2 Jahren einziehen. Sie können mit Ihren Medaillen dealen. Unsere Lausitzer Bahnradsportler haben zusammen eine ganze Sammlung. Und die nächste könnte in 2 Wochen dazukommen. Dann starten die Olympischen Spiele in Paris. Neben unserem Brandenburg-Express um Emma Hinze, Lea-Sophie Friedrich und Pauline Grabusch sind auch Maximilian Dörnbach, Roger Kluke und Nick Schröter mit dabei. Klar, dass alle vor dem Event ganz groß verabschiedet werden. Merci und au revoir Cottbus. Bald heißt es Abschied nehmen für die erfolgreichsten Cottbuser Sportlerinnen und Sportler. Die Olympiateilnehmenden werden vom 26. Juli bis 11. August die Cottbuser Farm in Paris vertreten. Fühlt sich ganz großartig an. Ich bin ja selber wohnhaft in Cottbus und freue mich außerordentlich, dass wir heute die Parasportler verabschieden konnten. Da muss man aber dazu sagen, die müssen noch nominiert werden. Die haben die Norm erreicht, aber wir gehen davon aus, sie werden dann nominiert am 19.07., während die Radsportler, 6 an der Zahl, heute nominiert worden sind. Und das sind ja ganz starke Frauen und Männer, die da nominiert worden sind. Roger Kluge war heute nicht da, da gehört er auch noch dazu. Und ich denke schon, dass wir da alle sehr stolz sein können auf unsere Athleten. Unter den Olympiateilnehmenden ist auch Emma Hinze. Sie ist 12-fache Weltmeisterin und 11-fache Europameisterin im Bahnradsport. Außerdem ist sie auch Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Ja, also ich habe natürlich Cottbus beim letzten Mal schon vertreten und am Ende ist es halt einfach so, dass ich hier einfach seit 9 Jahren schon trainiere. Ich war hier auf der Sportschule und wohne hier einfach schon seitdem, trainiere hier und kann deswegen auch einfach so gut sein, weil ich einfach hier dieses Umfeld habe und drumherum. Und deswegen freut mich das natürlich, dass ich Cottbus da vertreten kann. Emmas Erfolge bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sind beeindruckend und haben sie zu einer wahren Ikone des Radsports gemacht. Und weiterhin hat sie auch große Ziele. Ja, also natürlich wollen wir gewinnen, sonst würde ich das hier nicht jeden Tag machen, mich jeden Tag quälen, anstrengen, meine Grenze verschieben. Und auch nachdem wir einfach 4-mal Weltmeister hintereinander wurden, ist das natürlich unser Ziel. Aber ich weiß auch, dass einfach manche Dinge nicht für mich verfügbar sind. Ich kann nur über mich und meine eigene Leistung bestimmen und das Beste draus machen. Die Cottbuser Sportfamilie verabschiedet ihre Kandidatinnen und Kandidaten für Paris. Dies geschah im Rahmen der Bahnrad-Europameisterschaften der U19 und U23 im Radstadion in Cottbus. Hier können die Top-Athletinnen und Athleten die besten Wünsche der Sportfamilie entgegennehmen. Unter anderem auch von der Sparkasse Spree-Neiße, die natürlich auch unterstützt. Wir sind der Region verpflichtet. Die Sparkasse unterstützt gleichermaßen den Breiten- und den Leistungssport. Und ist für uns natürlich ein ganz tolles Ereignis und für mich auch ganz persönlich als Vorsitzender der Deutschen Olympischen Gesellschaft heute 17 Athleten nach Paris zu schicken, die zu verabschieden, die entweder die Norm erreicht haben oder schon nominiert sind. Das ist toll, wenn man die Größe der Stadt sich vor Augen führt, ist das ein sensationell gutes Ergebnis. Und wir drücken heute hier in so einer wertschätzenden Veranstaltung den Athletinnen und Athleten natürlich ganz doll die Daumen, dass sie mit einer Medaille wieder zurückkommen, gesund bleiben und ganz viele Werte, denn dabei sein ist ja auch alles bei Olympia, mit wieder nach Hause bringen. Die Stadt Cottbus kam an diesem Tag zusammen, um die Teilnehmenden zu ehren und das Beste auf den Weg nach Paris zu geben. Die Verabschiedung markiert nicht nur den Beginn eines neuen Kapitels für die Athletinnen und Athleten, sondern auch einen besonderen Tag für die Stadt. Mit Wünschen und Unterstützung im Gepäck machen Sie sich bald nach Paris und wir wünschen viel Erfolg. 2 Obdachlose wurden in Lübben von einem 19-Jährigen mit einem Messer bedroht. Der Vorfall ist gestern Mittag in der Innenstadt passiert. Die Polizei hat den Täter später festnehmen können. Dabei wurden die beiden Polizisten aber verletzt. Der 19-Jährige ist bereits polizeilich bekannt und wurde in die Psychiatrie gebracht. Weitere Nachrichten aus der Region gibt es im Kurzüberblick. Wir beginnen mit Energie Cottbus. Energie Cottbus startet in die Saison.
Für Energie Cottbus beginnt in 3,5 Wochen die Drittligasaison. Am Samstag, den 3. August, ist Arminia Bielefeld zu Gast im LIAG-Energiestadion. Damit geht die Saison direkt mit einem richtigen Kracher los. Schließlich wurde das gleiche Duell bereits in der Bundesliga ausgetragen. Anstoß ist um 14 Uhr. Eine Woche später geht es dann mit einem waschechten Ostderby weiter. Der FCE ist zu Gast bei Dynamo Dresden. Und darauf folgt mit der ersten Runde des DFB-Pokals direkt das nächste Fußball-Highlight. Am Montag, den 19. August, ist Werder Bremen zu Gast in Cottbus. Auf fcenergie.de findet ihr alle weiteren Infos, auch zum Ticketverkauf. Lehrstellenberatung der Handwerkskammer. Erst die Beratung zu freien Lehrstellen, dann der unbeschwerte Start in die Sommerferien. Genau das bietet die Handwerkskammer Cottbus jetzt wieder an. Wer mit der Schule fertig ist und noch keinen Plan hat, wie das Leben nach den Ferien weitergehen soll, ist dort richtig aufgehoben. Grund zur Panik besteht jedenfalls nicht, denn es gibt in nahezu jedem Handwerksberuf noch freie Ausbildungsplätze. Die Mitarbeitenden der passgenauen Besetzung bieten auch einen Bewerbungsmappencheck an. Als besonderes Schmankerl erhalten Teilnehmende einen Gutschein für 2 Gratiskugeln Eis. Die Beratungen werden vom 15. bis 17. Juli angeboten. Auf der Website der HWK findet ihr alle weiteren Infos. Veränderungen bei Cottbusverkehr. Cottbusverkehr verbessert den Takt der Straßenbahnlinie 4. Schon diesen Samstag ist es soweit. Dann verkehrt die 4 auch noch bis 18 Uhr im 15-Minuten-Takt. Die Änderung gilt jetzt immer samstags. Allerdings fährt die Linie 4 während der Sommerferien montags bis freitags nur in einem 12-Minuten-Takt anstelle des gewohnten 10-Minuten-Takts. Außerdem tauscht das Unternehmen die Anzeigen an 72 Haltestellen aus. Künftig finden Fahrgäste dort neue digitale Informationssysteme vor. Damit wird das Smart City-Projekt vorangetrieben. Außerdem verbrauchen die solarbetriebenen neuen Anzeigen weniger Energie. Und Fahrgäste werden künftig noch besser informiert. Einen schweren Verkehrsunfall hat es in Guben gegeben. Ein Motorrad und ein Auto sind gestern Abend in der Cottbuser Straße zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Die Ermittlungen laufen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Vorfahrt missachtet. Keiner will sie so wirklich haben, aber irgendwo müssen die Brennstäbe vom Atommüll gelagert werden. Dieses Thema entfacht hitzige Diskussionen und es gibt viele offene Fragen. Die können beantwortet werden. Ein Infomobil zur Endlagersuche tourt durch Deutschland. Morgen und übermorgen ist es in Cottbus. Um was es konkret geht, weiß Christoph Hamann, Pressesprecher vom Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung BASE. Fragen können gestellt werden, zum Beispiel nach diesem Suchprozess. Was sind die Kriterien? Was bedeutet das an Sicherheit? Muss ich dann wohlmöglich aufpassen oder ist diese Region sicher? Natürlich nicht. Es gibt bestimmte Auflagen, die gemacht werden. Es werden Sicherheitskriterien entwickelt. Also alles rund um den Suchprozess, der wie gesagt aber noch viele Jahre dauern wird. Das Infomobil steht morgen zwischen 12 und 19 Uhr auf dem Altmarkt und am Samstag dann noch einmal in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Über 53 Millionen Euro gehen erneut in die Lausitz. Das Geld fließt in 3 Projekte, die im Strukturwandel gefördert werden. Darunter ist auch die Niederlausitz-Halle in Senftenberg. Die wird zu einem CO2-neutralen Zentrum für Wissenstransfer, Begegnung, Sport, Kultur und Freizeit umgebaut. Außerdem wird das Industrie- und Gewerbegebiet Herzberg erweitert und eine neue Kita mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften ebenfalls in Herzberg gebaut. Wer kann schon von sich behaupten, auf der Joggingroute Elefanten, Zebras und viele weitere exotische Tiere anzutreffen? Diejenigen, die beim Egewohn Chemetilov mitmachen, schon. Die einzigartige Strecke führt vom Cottbuser Spreehornpark durch den Tierpark. Am Samstag war es wieder soweit. War das schön. Bei strahlendem Sonnenschein fand am vergangenen Samstag bereits zum 13. Mal der Egewohn Charity-Lauf statt. Ganze 738 Läuferinnen und Läufer begeben sich Punkt 10 Uhr auf die fast 2 Kilometer lange Strecke, die vom Spreeauenpark durch den Cottbuser Tierpark und zurückführt. Der Egewohn Charity-Lauf ist dabei mittlerweile zum echten Traditionsevent herangewachsen. Doch wie fing eigentlich alles an?
Den Charity-Lauf, den haben wir ins Leben gerufen, weil immer zum ersten Wochenende im Juli, ja, ist der Genossenschaftstag. Das heißt, wir machen viele Genossenschaften ein Event und wir haben uns vor 13 Jahren ungefähr ausgesucht, hier den Charity-Lauf zu machen und das immer zugunsten des Tierparks. In diesem Jahr wird dabei übrigens für die Neuanschaffung eines Korallenriff-Aquariums im Raubtierhaus gelaufen. Grund genug, mal wieder die Laufschuhe zu schnüren und mitzumachen. Auf alle Fälle, es bringt Spaß. Wie gesagt, wir unterstützen den Tierpark und es gibt ein schönes Familien-Event mit tollem Wetter heute, wie immer. Und ja, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall hier zu machen. Und es ist eine Tradition und wir freuen, wenn jede Mitglieder oder auch Nichtmitglieder mitmachen, um eben dem Tierpark etwas Gutes zu tun. Schnell zeigt sich, der Charity-Lauf ist eine Veranstaltung für wirklich jede und jeden. Ob jung oder alt, extrem sportlich oder eher gemütlich unterwegs. Denn hier geht es in allererster Linie um den guten Zweck. Wir wollen viel spenden und ich habe mir auch ein Ziel genommen, so 3 Runden will ich schaffen. Wie lange gibt es denn? Von Anfang an, einmal waren wir nicht weg, da waren wir nicht da. Aber sonst sind wir immer noch. Von Anfang an, ja. Und ich werde dieses Jahr 83 und bin immer noch gerannt, ich habe aber jetzt einen Knieschaden. Es ist ja was Besonderes, weil man was für den Tierpark tut, für die Region und man sieht seine Lauffreunde und man hat Spaß. Und wenn mein Mann ist mit, der joggt und meine beiden Enkel mit 19 und 17 Jahren, die sind auch mit da und das macht wahnsinnig Spaß. Ich wollte mitspenden für den Tierpark. Das ist ein Charity-Lauf und ich bin im Moment nicht so gut im Laufen und kann auch nur gehen, aber ist ja für eine gute Sache. Ja, also letztes Jahr bin ich über meinen Verein hier hingekommen, dadurch habe ich es kennengelernt und es macht mega Fun, weil man sieht ja die Tiere auch so nebenbei, wenn man mal nicht mehr kann, dann kann man auch ein bisschen Tiere gucken und ansonsten ist es ja für einen guten Zweck. Vorbei an Elefanten, Lamas und Co. war die Streckenführung des Charity-Laufes wie immer auch optisch ein Highlight. Dabei sich selbst zu überwinden, halfen wieder einmal zahlreiche durchweg engagierte EG-Wohnmitarbeiter, die am Rand der Strecke mit Anfeuerung und Abkühlung zur Seite standen. Kurz vor Ende des 2-stündigen Laufes trafen wir dann auch noch unseren rennenden Reporterkollegen Johannes Kluger. Von ihm wollten wir wissen, ob man auch als Kurzentschlossener einfach so mitmachen kann. Also prinzipiell ja, man kann so mitmachen, man konnte sich nachmelden. Jetzt natürlich ein bisschen spät, der Lauf ist ja gerade rum. Aber man hat dann so einen Transponder anbekommen und der zählt quasi die Runden. Und für jede Runde wird ja 1 Euro gespendet. Ich habe meinen jetzt gerade abgegeben und damit bestimmt 10.000 Euro für ja, den Tierpark erwirtschaftet. 10.000 Runden waren es dann nicht ganz, lieber Johannes. Aber unseren Respekt hast du trotzdem verdient. Bester Läufer war zum wiederholten Male im Übrigen Robert Kubisch, der am Ende ganze 14 Wiederholungen zu Buche stehen hatte. Aber ob eine oder 14 Runden, der EG-Wohn Charity-Lauf bringt Jung und Junggebliebene zusammen und dies auch noch für einen guten Zweck. Und so gab es am Ende mal wieder zahlreiche erschöpfte, aber vor allem glückliche Gesichter. Eines davon gehört Tierparkdirektor Dr. Jens Kämmerling, der wie jedes Jahr auch läuferisch selbst aktiv wurde. Es tut natürlich mir auch mal gut, zu gucken, was geht, was geht nicht. Es sind ganz viele hier, die es ebenso probieren. Und bei mir waren es heute gelaufen, Runden 3,5. Und dann habe ich gesagt, ich gehe noch straff, noch mal 1,5. Und das war dann auch genug. Es war ja auch wieder warm, wie eigentlich immer. Aber es hat, glaube ich, der Atmosphäre nicht geschadet. Aber es ist einfach ein toller Tag und natürlich, es kommt jedes Mal eine ganz große Spende zusammen. Dafür natürlich vielen, vielen Dank. Es hat jeder Läufer, jede Läuferin hier wirklich zu beigetragen. Und nicht zuletzt die schöne Atmosphäre hier im Spreeauenpark. Hier spielen noch die Kinder, man kann sich in die Sonne setzen. Ich sag mal, alles zusammen macht den tollen EG-Wohnlauf jedes Jahr aus. Am Ende rundete die EG-Wohn die Spendensumme auf 4.444 Euro auf. Insgesamt 3.531 Runden und damit fast 7.000 Kilometer wurden erlaufen. Eine Strecke wie die von Cottbus nach Neu-Delhi. Das allein zeigt, was gemeinsam möglich ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr beim EG-Wohn Charity Lauf. Das nächste Event geht schon heute Abend los. Die Open-Air-Kinonächte in Neuschmelwitz starten und zwar auf dem Ernst-Mucke-Platz. Wie der Auftakt verlaufen ist, zeigen wir euch morgen.
Bleibt aber noch dran, schließlich ist heute Donnerstag und das bedeutet Zeit für eine neue Ausgabe von Augenblick mal. Habt einen schönen Donnerstagabend und macht's gut! Liebe Zuschauende, morgen 17 Uhr sind in der Oberkirche wieder Männer und Frauen miteinander verabredet. Wir singen gemeinsam Lieder, die erst vor kurzem geschrieben wurden und noch nicht so vertraut sind. Wir lernen sie kennen und werden immer sicherer im Singen. Und die meisten von uns gehören nicht in den Chor unserer Gemeinde, aber wir singen eben gern und das verbindet uns. Singen ist gesund für Körper, Geist und Seele. Beim Singen kommt unser Atem im Fluss. Wir sitzen gerade oder besser noch, wir stehen und die Atemluft kann fließen. Das tut dem gesamten Körper gut. Beim Singen kommt unser Geist in Schwung. Wir achten auf Worte und Noten. Die Aufmerksamkeit wird angeregt. Wir trainieren unseren Kopf. Und beim Singen kommt auch unsere Seele so richtig zum Durchatmen. Singen wir, so sprechen wir damit auch unser Gefühl, unser Ich, unsere Seele eben an. Wir können die Seele baumeln lassen, wir können ihr Urlaub geben vom Alltagsstress und von allen Anstrengungen. Unsere Seele schwingt mit in den Worten und Melodien. Singen ist gesund für Körper und Geist und Seele. Na, TV-Umstellung verpasst? Kein Problem, beim Pure Black Summer Deal. Hol dir gratis Kabelfernsehen in HD und Streaming nach Hause. Dazu gibt es Internet mit bis zu 500 Mbits. Jetzt zum Testsieger wechseln und dauerhaft sparen. Nur bis zum 2. Juli 2024 auf pure.com. Hier können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Beim Märchenfestival am 13. und 14. Juli im Heimatmuseum Dissen. Gemeinsam mit allerlei magischen Figuren geht es jeweils von 11 bis 17 Uhr auf eine Reise in die faszinierende Welt der slawischen Märchen und Sagen. Ein Festival für alle großen und kleinen Märchenfans am 13. und 14. Juli im Heimatmuseum Dissen. Alle Infos unter heimatmuseum-dissen-spreewald.de. Schnäppchenjäger und Einrichtungsfans, aufgepasst! Der Personalsonderverkauf im Möbelzentrum Großrieschen explodiert mit unschlagbaren Angeboten. Ab sofort bis zum 17. Juli shoppt ihr wie echte VIPs. Bis zu 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen, bis 50% auf frei geplante Küchen und obendrauf noch 3% extra Rabatt. Aber es wird noch besser. Schnappt euch die extra Personalkaufgutscheine und lasst eure Wohnträume wahr werden. Los geht's, kommt vorbei ins Möbelzentrum Großrieschen. Möbelzentrum Großrieschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Ungefähr so groß müsste er sein.
Legende! Unsere Nachbarschaft gewinnt mit den Expert-EM-Angeboten. Der 65 Zoll Philips OLED TV mit Ambilight, Dolby Vision und Dolby Atmos für kinoreife Bilder und Sounds. Dank 200 Euro EM-Bonus für nur 1.399 Euro. Jetzt bei Expert. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Woran denken Sie, wenn Sie an eine Karriere bei der Agentur für Arbeit denken? An lange Gänge und einsame Büros? Immer hinter einem Schreibtisch zu sitzen? An einen eintönigen Job mit einsamer Mittagspause? An Schnurtelefone und langsame PCs? Wir bieten mehr. Eine interessante, abwechslungsreiche Aufgabe mit sozialer Verantwortung. Eine unbefristete Übernahme nach Ausbildung oder Studium. Flexible Arbeitszeiten. Homeoffice. Ein super Gehalt und zusätzliche Sonderzahlungen. Gutes Miteinander, steter Austausch bringen uns voran. Spannende und abwechslungsreiche Teamtage außerhalb der Arbeit. Und eine Vielfalt von Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen. Wie Sie sehen, doch viel spannender als gedacht. Wir sind alle verschieden. Ein Platz ist noch frei. Für Sie.